Uwe, wann geht's los? Nochmal. Ja, Two Dogs oder der Hot Dogs? Hot Dogs. Was hat jetzt der Hund? Ah, zwei Hunde. Richtig. Aber wir haben die einfach mal dabei. Super. Da spricht uns ja keiner an. Richtig. Und was macht der Hund? Der Herr hat's mir gerade gesagt. Oder ist das der Löwe? Ist das der Löwe? Ganz kurz noch bitte. Aber der ist süß, oder? Das ist der Hasso. Ja, Hasso, okay. Hasso. Macht es dann trotzdem Spaß, weil es ist ja so, wenn man im Kreis bekommt, dann steht man nicht. Alle schreien, obwohl man trotzdem ja die ganze Zeit eine tolle Fernsehserie macht, die auch geliebt wird von vielen Fans. Dann stören wir, wie viele Fanplakate wir da miterleben können. Ist es eher Entspannung oder denken Sie, das wäre dann schön, um hier zu sein? Also ich muss dazu sagen, wir haben ja Gott sei Dank in Köln vor 2 Jahren den Deutschen Fernsehpreis bekommen, was schon wunderschön ist für Sturm der Liebe. Dass Bayern so ein bisschen die Augen zumacht vor dem Erfolg vor einer Serie, die hier gedreht wird, verstehe ich nicht ganz, aber das ist nun mal die Entscheidung so. Und ich freue mich heute, viele Kollegen zu sehen, viele Regisseure, die ich lange nicht gesehen habe. Und einfach mal, ich komme direkt vom Drehen, also ich komme direkt aus dem Studio und jetzt einfach mal Entspannung. Wir senden das jetzt und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Ja, schönen Abend. Dankeschön. Wiedersehen. Auf diese Gala hier, ja, und auf die vielen Ausgezeichneten. Ich werde nicht ausgezeichnet. Ist das nicht unglaublich? Talbot Run Buff, die haben mich ausgestattet und ich bin total begeistert. Das Problem ist nur, dass ich bei jedem 10 Metern irgendwie eine Feder verliere oder eine Blume oder was auch immer das Wunderschöne ist. Es ist ein Kunstwerk und ich finde es unglaublich und ich freue mich, dass ich es tragen darf. Werden wir es heute auch auf der Bühne sehen? Nein, leider nicht, aber vielleicht nächstes Jahr. Zeit wie irre Nachtdrehs habe, mein Kopf nicht mehr richtig funktioniert. Ja, bitte entschuldigen Sie das. Nee, ich finde es ganz toll, dass Bayern als eines der wenigen Bundesländer einen eigenen Film- und Fernsehpreis hat. Das finde ich großartig und ich freue mich, dass in Bayern die Kultur so wertschätzt wird und hochgehalten wird und dass Schauspieler und andere Film- und Fernsehschaffende so geehrt werden. Das ganz toll. Haben Sie schon eine Dankesrede vorbereitet oder lassen Sie sich überraschen und sagen? Guck mal. Ja, es gibt so ein paar Leute, von denen ich weiß, dass ich denen danken möchte und habe auch diesen Aberglauben, dass man nichts vorbereiten soll. Ich habe ja Gott sei Dank schon einige Preise, der kommt da so schön in die Reihe. Aber der Bayerische Fernsehpreis ist für mich schon was Besonderes. Also ich würde mich besonders freuen. Jetzt. Nui bei Veramont, die Linie von Natascha Grün. Die ganz ja. Toll ausgesucht. Warum freuen Sie sich auf den Bayerischen Fernsehpreis? Ich freue mich, ich nehme es schon jetzt als Wertschätzung zweier sehr komplexer Arbeiten. Der Turm und Operation Zucker sind als sehr schwierige, komplexe Arbeiten Publikumserfolge gewesen. Und das wertzuschätzen durch die Nominierung, durch das Zeichen, wir nehmen diese Leistung wahr, ist für mich wichtig. Wie wichtig ist es, so einen Preis zu bekommen für die weitere Arbeit? Ich denke immer, man macht mehr Arbeit, die wird ausgestrahlt, die Quoten, dann kriegt man auch noch einen Preis, aber dann geht das Leben ja weiter. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten, Redakteure, Sender, Produzenten, Regisseure sehr, sehr wichtig, wenn mit solchen Preisen auch Zeichen gesetzt werden, was lassen wir zu, wie weit setzen wir uns mit kritischen Themen auseinander, worüber lachen wir gemeinsam. Preise sind schon richtungsweisend, auch für die Politik, die Sender mit unseren Filmen machen dürfen, wie weit sie gehen dürfen. Und deshalb sind Preise für uns, für unsere künstlerische Freiheit unheimlich wichtig, weil sie benennen, wo die Freiheit aufhört. Was wäre das Besondere, wenn Sie den Bayerischen Fernsehpreis bekommen würden? Ach, ich bin nur als alte Berliner Pflanze immer Bayern verfallen. Ich glaube, da gibt es eine historische Verbindung, oder? Also ich liebe Bayern, ich liebe München. Und der Film Operation Zucker, der besonders schwierig war, mit besonders schwierigen Themen, ist vom Bayerischen Rundfunk produziert, was ich wirklich anerkennenswert finde, von der ARD eine große Leistung und sowas zu tun. Ich drehe eine ganze Menge hier und bin deswegen auch oft in München, aber ich lebe nicht hier, aber immer mal wieder schön hier zu sein und herzukommen. Haben Sie für eine Rolle hier in München? Nein, das ist für eine Rolle, die wir, ein Projekt, was ich in Tschechien drehen werde, wo in einer Woche Drehstart ist, und zwar ein historischer Zweiteiler für ZDF, die Pilgerin. Und deswegen sind die Haare jetzt mal schnippschnapp ab. Im Adlon für die Rolle wurden Sie ja nominiert für den Bayerischen Fernsehpreis. Was spielen Sie die Geschichte des Adlon nach und wie oft waren Sie selber privat im Adlon als Gast?
Vor den Dreharbeiten zum Hotel Adlon nur mal zum 5 Uhr Tee und dann natürlich nach den Dreharbeiten. Während den Dreharbeiten nicht, weil da hat ja nur die Rahmenhandlung mit Rosemarie Fendel im Adlon gespielt. Aber hat sie denn gefallen? Ist das ein Hotel, wenn man nicht so in so einer Art von Hotel dann übernachten? Also das Gute ist, ich wohne ja in Berlin. Ich brauche in Berlin kein Hotel. Aber es gibt ja woanders auch Adlon-artige Hotels. Ja, aber das Original Adlon ist ja nun mal in Berlin. Aber das werde ich als Gast nie von innen sehen, weil ich wohne in Berlin. Und das ist mein Zuhause, ist das schönste Luxushotel. Na dann, viele Freundschaften. Du wusstest das nicht sehr. Was sollen wir genau erklären? Ich würde eigentlich meinen, die Kamera. Sie sind aber klein. Der muss besonders lieb zu mir sein, wenn der Liebeskummer mit anderen Frauen hat. Da soll der zu Hause gefälligst aber besonders lieb zu mir sein. So das wollte ich doch hören. Ja. Ich bin kein Tierschützer, ich bin Umweltschützer. Und man kann Tierschutz nicht sehr normal wahrnehmen. Wenn man den Orangutan schützen will, muss man sein Habitat schützen. Das ist der Regenwald. Und wenn man den Regenwald schützt, schützt man gleichzeitig auch die Menschen, die wir erleben. Das geht ja immer Hand in Hand. Tierschutz ist gleich Habitatschutz, ist gleich Umweltschutz und Menschenschutz. Deswegen trenne ich das nicht. Die Tiere sind halt gesehen, wenn man deutlich sehen muss, dass unser Hund mühsam ist oder sowas, aber es macht riesen Spaß. Insofern. Ja. Sehen wir das schon mal? Ja, ja. So schönen Abend. Ja, danke. Ja. Auch als Zocker. Ich trinke Bier. Kommt das mit deinem bayerischen Bier? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man mit Oktoberfest aufgewachsen ist, dann muss man Bier mögen. Gibt es auch aktuelle Projekte, Shootings, Kader-Shootings, Neues? Ja, im April lief jetzt mein... Gescripted. Also, gescriptet ist gar nichts. Das sage ich jetzt auch nicht, weil es in irgendwelchen Verträgen steht, sondern man steht da einfach unter einem extremen Leistungsdruck, unter Konkurrenz. Und da ist es ganz normal, dass es zum Zickelkrieg kommt. Und was man sieht, ist alles echt, da ist nichts gespielt. Wie handelt man sich ein Millionär, der wird neu verfilmt und du spielst die Hauptrolle? Wie handelst du ein Millionär? Es muss Liebe sein. Ich stehe nicht auf Geld. Also bei mir spielt Geld überhaupt keine Rolle. Suchen wir die Männer nicht danach aus. Wie heißt du? Du spielst die Rolle. Du spielst Marilyn Monroe. Okay, dann würde ich mich mal fangen, in Schale schmeißen. Nicht zu viel Make-up tragen, weil ich habe gehört, Männer stehen nicht so auf dicken Lippenstift. Und mich von meiner besten Seite geben. Ja, auch gut. Und dann versuchen mit einer lockeren Sympathie wirklich was Besonderes, weil er einfach... Und wie stichst du die Konkurrenz aus? Ja, also ich war natürlich auch schon in Tannhausen und habe mir da alles angeschaut. Aber ich möchte heute natürlich nicht nur über die Familie sprechen. Das heißt, Promi Undercover müsste eigentlich demnächst mal endlich kommen bei RTL. Das ist eine unheimlich witzige Sendung, weil ich dort in eine Rolle schlüpfe als Bademeister. Aber er ist ja noch jung und hat noch viel Zeit. Und mir bedeutet es deswegen, dass es meine Heimatstadt ist. Sehr. Das ist eine Geschichte. Und auch wenn er Maurer ist. Woran liegt es, dass eine Frau? Weil wir nur eine halbe Stunde nach Hause haben. Haben Sie einen besonderen Bezug auch sonst? Ja, nur wir leben ja. Also ich lebe ja jetzt seit ein paar Jahren auf dem Bayern. Und Ihnen gefällt es ja? Na, sonst würde ich nicht hier sein, klar. Warum? Was ist das Besondere für Sie am Bayern? Meine Frau. Hallo. Hallo, die Herrschaft, meine Bitte ist Leute bis zum Abend. Sexy. Ja, die ist völlig sexy. Und zwar der Film, wie angeln sich ein Millionär, wird neu verfilmt mit Ihnen in der Hauptrolle. Wie angeln Sie den Millionär? Der Film, wie angelt man einen Millionär? How to marry a millionaire. Genau, yes. Wird neu verfilmt mit ihm in der Hauptrolle. Wie angeln Sie den Millionär? Wie ich den Millionär? Ich weiß ja nicht, dass er ein Millionär ist, also weiß ich noch nicht, wie ich ihn angeln soll. Aber gesetzt im Fall.